بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Und wir machen weiter, insha'Allah ta'ala, mit unserer Lektüre. Und zwar dem Buch Mukhtasar Minhaj al-Qasidin von Imam ibn Qudama al-Maqdisi. Und wir sind, alhamdulillah, angekommen beim dritten Kapitel. Und zwar dem Kapitel der Zakah. Dem Kapitel der Zakah. Wir hatten das Kapitel des Wissens, das Kapitel der Reinheit und des Gebetes und jetzt haben wir das Kapitel der Zakah. Und wir werden versuchen, insha'Allah ta'ala, heute entweder das gesamte Kapitel abzuschließen oder dann halt einen Teil, insha'Allah ta'ala, von dem Kapitel Az-Zakah. Und die Zakah ist ja die dritte Säule des Islam. Und das wiederholt er hier auch noch einmal. Und wenn wir uns den Koran anschauen, dann sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder die Zakah mit dem Gebet verbindet. Die Zakah und das Gebet. Allah ta'ala sagt, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah. Es wird überliefert von Abdullah ibn Abbas, dass er gesagt hat, es gibt drei Paare im Koran, die man nicht voneinander trennen kann. Es gibt drei Paare im Koran, die man nicht voneinander trennen kann. Und zu diesen drei Paaren gehört unter anderem das Paar Gebet und Zakah. Ich kann das eine nicht verrichten ohne das andere. Sie sind miteinander verbunden. Genauso wie der Gehorsam gegenüber Allah und der Gehorsam gegenüber den Eltern miteinander verbunden sind. Dass ich Allah niemanden beigesellen darf und gleichzeitig auch nicht unverschämt sein darf gegenüber meinen Eltern. Allah Ta'ala, er verbindet immer diese beiden Dinge miteinander. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat geboten, dass niemandem gedient werden darf außer ihm und dass man gütig ist gegenüber den Eltern. Das finden wir immer wieder im Koran. Und genauso auch finden wir immer wieder im Koran und verrichte das Gebet und entrichte die Zakah. Gleich am Anfang der zweiten Sura des Koran spricht Allah Ta'ala über die Eigenschaften der Gottesfürchtigen. Und er sagt, wer die Gottesfürchtigen sind, Huda lil Muttaqin, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, und dann Alladhina yu'minuna bil ghaib, jene, welche an das Verborgene glauben, wa yuqimuna as-salah, und das Gebet verrichten, und von dem, womit wir sie versorgt haben, abgeben. Was ein Ausdruck für unter anderem auch die Zakah ist. Inshallah. Was unter anderem ein Ausdruck für die Zakah ist. Fast jede Form von Spende. Auch die verpflichtende Abgabe der Zakah. Wir sehen also, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns Muslimen grundsätzlich zwei Dinge verlangt hat. Einmal eine innige Beziehung zu unserem Schöpfer zu haben und dann eine gute Beziehung zu unseren Mitmenschen. Ich diene Allah allein und stelle mich in den Dienst am Menschen. Mein Dienst an Allah führt zum Dienst für die Menschen. Nochmal. Mein Dienst an Allah führt, wenn ich ihn richtig ausführe, zum Dienst für die Menschen. Ich bin für die Menschen da.
Zakat als dritte Säule des Islam. Und er versucht jetzt hier uns aufzuzeigen, was eigentlich die Bedeutung von Zakat ist. Und er sagt auch ganz klar, wir werden hier nicht über die Regeln der Zakat sprechen. Das ist unwichtig. Weil das wird besprochen in den juristischen Büchern, in den Fachbüchern. Da kann man das alles nachlesen. Sondern vielmehr geht es hier, worum es geht, darum zu verstehen, was der Sinn und Zweck der Zakat ist, Nummer eins. Und Nummer zwei, was eigentlich die Dinge sind, die ich als Muslim berücksichtigen sollte, wenn ich die Zakat entrichte oder wenn ich die Zakat empfangen sollte. Also er spricht nicht nur über die Adab, über die Verhaltensregeln desjenigen, der die Zakat zahlt, sondern er spricht auch über die Verhaltensregeln desjenigen, der die Zakat empfängt. Bevor er jedoch damit beginnt, spricht er über eine Sache, die ich sehr interessant finde. Und zwar sagt er, فَمِنَ الشُّرُوطِ أَنْ يُخْرِجَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ وَلَا يُخْرِجَ الْقِيمَةَ فِي الصَّحِيحِ. Okay. Und zu den Voraussetzungen, damit die Zakat überhaupt angenommen wird, gehört, dass ich das entrichte, was überliefert wird, also genauso wie es überliefert wird, wie beispielsweise, dass wenn ich Viehbestand habe, dass ich dann auch wirklich mein Vieh spende und nicht den Wert des Viehs. Deswegen sagt er, وَلَا يُخْرِجْ الْقِيمَةَ فِي الصَّحِيحِ und nicht den Wert nach der richtigeren Meinung aus seiner Perspektive. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob das jetzt sozusagen jetzt er das nur auf die Zakat beschränkt oder ob er damit auch beispielsweise Zakat al-Fitr meint, das, was ich am Ende vom Ramadan zahle. Weil da gibt es viele Diskussionen. Aber er, das ist auch gar nicht wichtig, darum geht es gar nicht, sondern viel wichtiger ist, was er jetzt sagt. Und zwar, er sagt folgendes, فَإِنَّ مِنْ أَجَازَ إِخْرَاجَ الْقِيمَةِ إِنَّمَا تَلَمَّحَسَتْ الْخُلَّةِ فَقَطْ. Okay, was heißt das? Derjenige, der erlaubt hat, dass man den Wert dieser Sache zahlt, anstelle der Sache selbst. Wie beispielsweise, ich habe Kühe, ja, und der Prophet hat gesagt, ich muss ab einer bestimmten Anzahl von Kühen dann entweder ein Schaf entrichten oder wenn ich dann sehr viele Kühe habe, dann irgendwann mal sogar eine ganze Kuh entrichten. Könnte ich aber sagen als Bauer, ich entrichte nicht diese Kuh als Zakat, sondern ich nehme einfach den Wert einer Kuh und zahle das dann an Bedürftige. Manche Gelehrte haben das erlaubt. Und er sagt, dass diejenigen, die so etwas erlauben, schauen, okay, was ist der Sinn und Zweck der Zakat? Der Sinn und Zweck der Zakat ist, dass ich dem Bedürftigen etwas gebe, was er benötigt, was er braucht. Und vielleicht kann er mit einer Kuh gerade nichts anfangen und dementsprechend zahle ich einfach den Wert dieser Kuh. Und dann sagt er, وَسَدُّ الْخُلَّةِ لَيْسَ هُوَ كُلِّ الْمَقْصُودِ لَيْسَ هُوَ كُلُّ الْمَقْصُودِ بَلْ بَعْضُهُ. Jedoch, dass ich das Bedürfnis des Bedürftigen stille, ist nicht der einzige Sinn und Zweck dieser Zakat. Und jetzt kommt er auf etwas sehr Wichtiges zu sprechen, weshalb ich das extra nochmal hervorhebe. فَإِنَّ وَاجِبَاتِ الشَّرْعِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. Die Pflichten der Scharia bestehen aus drei Kategorien. Al-Qism al-Awwal, die erste Kategorie, تَعَبُّدٌ مَحْضٌ. Eine reine gottesdienstliche Handlung, an der ich nichts ändern kann. Und er bringt ein Beispiel und er sagt, Ramyul Jimar. Diejenigen Arabisch kennen, was ist mit Ramyul Jimar gemeint? Was sind Ramyul Jimar? Das Bewerfen der Säulen bei der Hajj, wenn ich die Säulen bewerfe. Kann ich das beispielsweise einfach austauschen mit einer anderen Sache? Nein, ich muss genau diese Säulen bewerfen. Ich kann nicht sagen, anstatt dass ich die Säulen bewerfe, weiß ich nicht, spende ich, keine Ahnung, 50 Euro. Das geht nicht. Sondern ich muss das genauso machen, wie der Prophet es mir beigebracht hat. Und jetzt sagt er, فَمَقْصُودُ الشَّرْعِ فِيهِ الْإِبْتِلَاءِ بِالْعَمَلِ لِيُظْهِرَ عُبُدِيَّةَ الْعَبْدِ وَلِيَظْهَرَ عُبُدِيَّةُ الْعَبْدِ بِفِعْلِ مَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعْنَى. Ah, sehr wichtig. Weil nämlich das Ziel des Islam bei dieser
Art von gottesdienstlichen Handlung, was ist? Die Prüfung. Dass Allah mich prüft, ob ich das genauso mache, wie er es von mir verlangt hat. Damit die Dienerschaft des Menschen dadurch zum Ausdruck kommt, dass er etwas tut, was er nicht verstanden hat, warum er es tun soll. Sehr wichtig. Das heißt, ein anderes Beispiel. Ich bete 5-mal am Tag. Und ich bete genauso, wie der Prophet aus mir das beigebracht hat. Könnte ich das Gebet jetzt austauschen mit einer anderen Form von Meditation? Dass ich zum Beispiel sage, ich versuche einfach ein paar Mal Alhamdulillah am Morgen zu sagen und damit habe ich eigentlich das Gebet erfüllt. Ja, du lachst, aber subhanallah, es gibt Leute, die das genauso denken. Es gibt liberale Bewegungen heutzutage, die sagen, wir können im Grunde genommen alles austauschen. Als Beispiel, das Opfern am Opfertag. Es gibt einige, die sagen, wir brauchen nicht zu opfern, es kommt nämlich einfach nur darauf an, dass ich irgendetwas opfere, egal was es ist. Ich habe Leute, die sogar die Hajj gemacht haben mit mir, die das gemacht haben, die sagen, ich kann kein Tier opfern, deswegen spende ich einfach etwas. Es kommt darauf an, dass ich irgendetwas opfere, irgendetwas gebe, aber es kommt nicht darauf an. Aber Allah Ta'ala, er spricht bei einigen Dingen immer wieder von was? Er spricht von einer Sha'ira. Was ist eine Sha'ira? Eine Sha'ira ist ein Symbol, eine Kulthandlung, die Allah festgelegt hat für uns. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُونَ. In jeder Gemeinschaft haben wir einen bestimmten Kultritus gegeben, den sie erfüllen sollen. Das heißt, es ist wirklich von Allah so gewollt, ob ich es verstehe oder ob ich es nicht verstehe. Und dementsprechend, ich bete das Morgengebet 2 Raka, obwohl ich nicht verstehe, warum gerade 2 Raka. Gerade morgens könnte man auch sagen, könnte man ein bisschen mehr beten, oder? Theoretisch könnte man so denken, warum nicht sozusagen morgens 4 Raka und mittags 2 Raka, wo man die ganze Zeit arbeiten muss und beschäftigt ist. Aber ich mache es einfach, weil der Prophet Sallallahu mir das so beigebracht hat und hinterfrage das nicht. Und das nennt man was? Ta'abbud macht. Das sind also Ibadat, gottesdienstliche Handlungen, die eine, sozusagen, merkt euch diesen Begriff, deren Sinn ich nicht zu 100% nachvollziehen kann mit dem Verstand, die nicht zu 100% rational sind. Es ist nicht rational, warum ich gerade 2 Raka bete und nicht 3 oder 4. Ich kann es nicht, ich könnte theoretisch auch 1 Raka beten oder 4 oder 5 oder 6, aber es ist einfach so festgelegt und ich akzeptiere es. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist genau das Gegenteil davon, sagt er. Und zwar, هُوَ مَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ التَّعَبُّدْ بَلِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ حَظٌ مَحْدْ كَقَضَاءِ دَيْنِ الْآدَمِيِّينَ وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Die zweite Art ist genau das Gegenteil. Wo es nicht darum geht, wie ich das mache, sondern es geht einfach darum, dass das Ziel erfüllt wird. Und wo es einfach nur um Rechte geht. Wie beispielsweise, dass ich meine Schulden zurückbezahle. Ob ich das jetzt nun mache, indem ich das Geld überweise auf ein Konto. Oder ob ich das bar gebe. Das ist völlig egal, oder? Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass ich das Geld zurückzahle, egal in welcher Art und Weise. Wenn ich jemandem etwas gestohlen habe, kommt es darauf an, dass ich ihm das zurückgebe, egal auf welche Weise. Hauptsache, er kriegt sein Recht zurück. Und das ist dann etwas, wo es worum geht? Wo es nur darum geht, dass ich eine Sache erfülle, sodass ich dann von dieser Sache befreit bin. Und dann gibt es die dritte Kategorie. Und das nennt er Al-Murakkab, das ist das Zusammengesetzte. Und zwar, wo beide Dinge gewollt sind. Die eine und die andere Kategorie. Auf der einen Seite sollst du geprüft werden, ob du bereit bist, etwas zu tun für Allah, auch wenn du nicht verstehst, warum genau in dieser Art und Weise. Und auf der anderen Seite geht es um die Rechte der Diener Allahs, also der Menschen, der Geschöpfe. Und hierzu gehört beispielsweise auch die Zakah. Wie zum Beispiel Zakatul Fitr. Das ist der Zakat, was ich zahle am Ende von Ramadan. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat festgelegt, dass ich Zakat al-Fitr von bestimmten Naturalien, die damals vorhanden gewesen waren zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, herausgeben soll. Es gibt es Meinungsverschiedenheiten. Kann ich das eigentlich auch herausgeben in seinem Wert, sodass ich nicht beispielsweise Weizen dem Bedürftigen übergebe, sondern ich übergebe ihm 7 Euro oder 8 Euro. Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Hier gibt es dann lange Diskussionen unter den Gelehrten. Einige Gelehrte haben es erlaubt, die haben gesagt, es kommt worauf an? Darauf, dass das Recht zum Bedürftigen kommt. Ist völlig egal, auf welche Weise. Hauptsache, der Bedürftige profitiert davon. Und dann haben wir gesagt, nein, 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 nein. Es geht hier um was? Es geht hier um eine Form
von Ibadah, die ich genauso vollziehen muss, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und da kann man dann diskutieren, welche dieser beiden Kategorien schwerer wiegt. Die erste, wo es um die reine Ibadah geht, oder die zweite, wo es einfach darum geht, dass der Bedürftige sein Recht bekommt. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, ja, dass wir auch, ich finde das sehr schön, dass er das so aufgelistet hat, weil das nochmal aufzeigt, warum es auch bei bestimmten Verschiedenheiten gibt. Weil die einen Gelehrten haben gesagt, nein, es ist eine Ibadah, ich muss es genauso machen. Die anderen haben gesagt, nein, es ist zwar eine Ibadah, aber es geht hier um eine Hilfe für einen Bedürftigen. Und da kommt es darauf an, dass das dem Bedürftigen auch hilft, weil er hat nichts davon, wenn er Weizen bekommt, heutzutage in unserer heutigen Zeit. Und deswegen haben wir dann diese Diskussion. Kommen wir jetzt inshallah ta'ala, nachdem er diese Einführung gemacht hat, zu dem Thema Zakat, kommen wir nun inshallah ta'ala zu den Adab, das heißt zu den Verhaltensregeln, welche derjenige berücksichtigen sollte, der die Zakat zahlt. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, inshallah ta'ala, das erwähnt er ja sogar, entschuldigt bitte. Er erwähnt jetzt ja, einige Aspekte, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, wo er aufzeigt, welche Verhaltensregeln derjenige berücksichtigen sollte, der die Zakat entrichtet. Und das allererste, was er erwähnt, ist ein yafham al-murada min al-zakat. Dass er überhaupt versteht, was der Sinn und Zweck der Zakat ist. Ich muss erstmal verstehen, was bedeutet überhaupt Zakat? Und da stellt sich die Frage, was heißt denn eigentlich das Wort Zakat? Was bedeutet Zakat? Spende. Spende? Ist das wirklich Spende? Wo sind die Schwestern heute? Was ist los? Komisch, ne? Ja. Das hat zwei Bedeutungen. Zwei Bedeutungen? Reinigung. Vermehrung. Und Vermehrung. Ah, sehr gut. Reinigung und Vermehrung. Ja? At-Tathir. Ja? Und An-Nama, das ist die grundlegende Bedeutung von Zakat. Ich reinige mein Vermögen, aber gleichzeitig mehre ich es auch. Ganz wichtig. Ich reinige mein Vermögen, weil ich nämlich meine Pflicht erfülle gegenüber den Bedürftigen. Und ich mehre mein Vermögen, weil Allah nämlich Segen in das Vermögen legt. Und das ist das Schöne, dass ich als Muslim weiß, egal wie viel ich gebe, mein Vermögen wird nicht weniger. Im Gegenteil, Allah mehrt mein Vermögen. Und zwar, er mehrt es durch die Baraka, durch den Segen. Dieser Baraka-Effekt. Und das darf ich niemals vergessen als Muslim. Wenn ich dieser Zakat zahle oder eine Spende zahle, gebe, dann weiß ich immer, ma naqasa malun min sadaqa. Kein Vermögen wird weniger durch eine Spende. Vielleicht hier noch ganz kurz, inshallah, damit wir das auch, inshallah, vielleicht hier noch ganz kurz, inshallah, damit wir das auch noch haben, bi'iznillahi azza wa jal. Und zwar, manche machen sehr gründlich Wudu, isbarul Wudu, sehr gründliches Wudu, mashallah. Und zwar, eine Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist, ich muss natürlich auch wissen, wann ich dieser Zakat zahlen muss. Und vielleicht nur ein ganz kurzer Exkurs, auch wenn er das hier in dem Buch nicht erwähnt. Ab wann ist man dann Zakat pflichtig? Ab wann muss man dieser Zakat zahlen? Weil nicht jeder Muslim ist ja verpflichtet, dieser Zakat zu zahlen. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich dieser Zakat entrichten muss? Nur ganz kurz, inshallah, damit wir das auch wissen. Ab einem bestimmten Vermögen. Ab einem bestimmten Vermögen, okay. Wie hoch ist dieses Vermögen? Damals gab es keine. Was? 4.800 Eier? Dollar? Ja, 4.800 was? Ja, aber das ist von etwas anderem abhängig. Gold. 85 Gramm Gold. Das heißt, wenn ich ein Vermögen im Wert von 85 Gramm Gold habe und ein Jahr ist die zweite Voraussetzung, dann vergeht und es immer noch über diesem sogenannten Nisab liegt, dieser Erhebungsgrenze, dann bin ich verpflichtet als Muslim, es gibt noch einige andere kleine Voraussetzungen, das sind erstmal die Hauptvoraussetzungen, dann bin ich verpflichtet als Muslim, davon wie viel zu zahlen? Nach einem Hijri-Jahr, also nach einem Mondjahr,
also 355 Tagen, wie viel muss ich dann zahlen? 2,5%. 2,5%. Ja, das nochmal so nebenbei, damit wir das auch noch gehört haben. Toll. Und er sagt jetzt, ich muss verstehen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck der Zakka. Und er sagt jetzt, es gibt drei ganz wichtige Ziele der Zakka. Nummer eins, ja, ibtila mudda'i mahabbati Allah ta'ala bi ikhraji mahbubihi, ya salam. Derjenige, der behauptet, Allah zu lieben, wird damit geprüft, dass er von dem spendet und abgibt, was er liebt. Mal gucken, welche Liebe stärker ist. Deine Liebe zu Allah oder deine Liebe zum Geld? Was ist stärker, deine Liebe zu Allah oder deine Liebe zum Geld? Und Allah prüft dich. Bist du bereit zu geben oder bist du geizig? Dann, Nummer zwei. وَالتَّنَزُّهُ عَنْ صِفَةِ الْبُخْلِ الْمُهْلِكِ. Und dass ich mich befreie und schütze vor der vernichtenden Eigenschaft des Geizes. Und der Prophet sagt ja, es gibt drei Dinge, die zerstören und vernichten. Und dazu gehört Shuhun Muta'a, Geiz, dem ich Gehorsam leiste. Und Nummer drei, wa shukru ni'mati al-mal. Und dass ich Dankbarkeit zeige für die Gnade des Vermögens. Für die Gnade des Vermögens. Das ist das Allererste. Ich muss erstmal verstehen, was ist überhaupt dieser Kerl? Warum ist das so wichtig? Damit, wenn ich diese Ibadah vollziehe, nicht nur einfach meine Pflicht erfülle, sondern dass ich versuche, mich mit dieser Gnade und mit dieser Pflicht auch Allah zu nähern, mit dieser Ibadah, weil ich verstanden habe, warum ich das tue. Und dann mache ich es auch gerne. Ich mache es aus dem, es kommt aus dem Herzen, dass ich einfach nur, oh, ich muss jetzt dieser Kerl sein. Wenn ich weiß, oh, Allah prüft mich damit, ich reinige mich vom Geiz. Ja, ich zeige Dankbarkeit. Ja, salam, dann gebe ich das gerne. Dann al-wazifatu thaniya. Was ist das zweite? Adab bei Zakat. Und zwar al-israru bi ikhrajiha li kawnihi ab'ada min ar-riya' was-sum'ah. Ja, salam. Dass ich versuche, es geheim zu halten, damit ich nicht Augendienerei und Ohrendienerei betreibe. Das heißt, damit ich damit nicht angebe. Und dann sagt er, wenn aber das dazu führen sollte, dass man beschuldigt wird, seine Pflicht nicht erfüllt zu haben. Es kann ja sein, du lebst in einem Staat, wo dieser Kerl ein Teil deiner Steuer ist. Wo dieser Kerl ein Teil deiner Steuer ist. Und es ist immer eine sozusagen auch zur Zeit sozusagen der Al-Khulafa al-Rashidun und auch zur Zeit des Propheten, ja, dass Leute dieser Kerl dann auch eingesammelt haben. Das war eine Art Steuer gewesen, die man zahlen musste. Und er sagt, wenn mir vorgeworfen werden könnte, dass ich dieser Kerl sozusagen nicht zahle, dann gebe ich nur das Mindeste vor den Augen desjenigen, der mir das vorwerfen könnte. Und alles andere, was darüber hinaus ist, das gebe ich im Geheimen. Sehr, sehr wichtig, meine lieben Geschwister. Es gibt immer wieder Geschwister, subhanallah, ich kenne das auch, die kommen extra, wenn sie Zakat zahlen, vor allen Leuten extra mit lauter Stimme in die Moschee. Ich habe das oft so im Ramadan und so. Ja, ich wollte meine Zakat zahlen. Ja, so ein fetter Umschlag. Ja. Das ist geheim. Versuch das für dich zu behalten. Natürlich ist es eine Pflicht etc., aber du willst doch, dass Allah es annimmt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, was sagt er? Er sagt sallallahu alaihi wasallam, ja, zu denjenigen, die am jüngsten Tag im Schatten Allah stehen werden, gehört jemand? وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُ. Ein Mann, der, oder eine Frau, der spendet, ja, sodass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand gespendet hat. Versuchen, so gut du kannst, die Dinge geheim zu halten. Damit Allah Ta'ala es auch von dir annimmt. Und es hilft dir, dann auch aufrichtig zu sein. Und du merkst auch, wenn du es geheim hältst, es erfordert ein bisschen Überwindung. Weil am liebsten würdest du, dass die Leute, oh, mashallah, guck mal, der hat 100 Euro gespendet, oh, das ist ein sozusagen sehr spendabler Muslim, Allahumma barik, wird gefeiert und weiß ich nicht was, er wird ausgezeichnet. Verzichte darauf. Das tut, glaub mir, es ist besser für dich. Es tut deinem Nefs weh, aber es ist besser für dich. Dann, al-wazifatu thalitha, das dritte, worauf ich Acht geben sollte bei der Zakat. Alla yufsidaha bil manni wal adha.
dass ich meine Sadaqa oder meine Zakat, aber das bezieht sich auch auf jede Form von Sadaqa, jede Form von Spende, ob freiwillig oder verpflichtend, dass ich diese Spende nicht kaputt mache und zerstöre mit was? Mit Men und Adha. Men ist Vorhalten und Adha ist Schaden. Was sagt Allah Ta'ala in Surah Al-Baqarah? Ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O die ihr glaubt, zerstört, macht eure Spenden nicht nichtig, zerstört sie nicht, indem ihr den Menschen das vorhaltet und ihnen Schaden zufügt. Ich habe für die Moschee gespendet und will eine extra Behandlung. Hast du manchmal, subhanallah, wirklich, du hast manchmal Leute, die sind in der Moschee, die denken so, ich bin hier in der Moschee, ich spende regelmäßig, ja, also muss ich mich nicht mehr an die Ordnung halten. Beispielsweise manchmal in der Corona-Zeit hatten wir eine bestimmte Anzahl, die erlaubt gewesen war, dass sie in den Raum kann. Und dann kamen einige, die wollten unbedingt rein und sind dann sauer geworden, als wir sie nicht reingelassen haben. Ach, es ist voll, das sind die Corona-Bestimmungen, können wir nicht ändern. Wir mussten übrigens sehr viel Geld bezahlen deswegen, weil wir leider immer ein paar mehr Leute hier drin hatten. Ja, also mussten einiges an Ordnungsstrafen zahlen. Aber dann einige kommen und denken so, ja, weil sie jetzt ein bisschen gespendet haben wie die Moschee, haben sie jetzt ein Vorrecht. Nein, warum? Wenn du spendest, spendest du für Allah. Wenn du gibst, gibst du für Allah. Wenn du was machst, machst du es für Allah. Du machst es nicht für mich. Du machst es, damit aber nicht belohnt. Wenn du dafür ein Recht haben möchtest und das den Leuten dann unter die Nase reibst, und dann sogar anfängst zu schimpfen etc. Was seid ihr für eine Gemeinschaft? Ich werde nie mehr was für euch tun. Ich werde nie mehr spenden. Das ist dieser Ever. Dann machst du deine Spende kaputt. So als hättest du nichts gegeben. Du kannst dankbar sein, dass du spenden kannst. Du kannst dankbar sein, dass du eine Moschee hast, die du etwas geben kannst. Du kannst dankbar sein, dass es Bedürftige gibt, denen du helfen kannst. Du musst dankbar sein, dass du die Möglichkeit bekommen hast, etwas Gutes zu tun. Und nicht dem Bedürftigen oder einer Moscheegemeinde oder einer Hilfsorganisation das dann unter die Nase reiben. Oh, ich habe das und jenes für euch getan. Was für dich getan? Für den jüngsten Tag, wenn du vor Allah stehen wirst. Ist schon Adhan? Noch 10 Minuten. Das ist also nochmal sehr, sehr wichtig. Dann, al-wazifatu rabi'a. Die vierte, sozusagen das vierte Etikett, die vierte Verhaltensregel. So wichtig, subhanallah. أَنْ يَسْتَصْغِرَ الْعَطِيَّةَ فَإِنَّ الْمُسْتَعْظِمَ لِلْفِعْلِ مُعْجِبٌ بِهِ Allahu Akbar. Subhanallah, so wichtig. Nochmal. أَنْ يَسْتَصْغِرَ الْعَطِيَّةَ Was heißt das? Dass man das, was man gegeben hat, für klein hält, als etwas Geringes ansieht. Man hat das Gefühl, eigentlich ist das nichts. Ich hätte eigentlich viel mehr machen können. Subhanallah. Manche, wirklich, das ist wirklich so subhanallah. Ich meine, wir reden ja nicht über einzelne Leute, wir reden allgemein, deswegen kann man das ja auch sagen. Manche kommen, geben mal 20 Euro und du hast das Gefühl, als würde er sozusagen, oder er hat das Gefühl, als hätte er an der Schlacht von Badr teilgenommen. 20 Euro, oh, ich bin ein großer Mujahid. Ich habe so viel gegeben, 20 Euro. Ja? Und es gibt Leute, die spenden sehr viel und du hast das Gefühl, die schämen sich dafür, dass sie so wenig gespendet haben und sie entschuldigen sich und sagen, ich hätte gerne mehr gegeben, aber ich kann gar nicht mehr geben. Und sie empfinden das als etwas Geringes. Und so sollte der Muslim sein. Immer wenn ich etwas Gutes tue, egal was es ist, sollte ich als Muslim bescheiden sein. Und ich sollte es immer als zu wenig ansehen. Wenn ich etwas für die Gemeinde tue, ich bin irgendwo in der Gemeinde aktiv und ich mache etwas und Allah gibt mir die Möglichkeit, viel zu tun, dann versuche ich nicht zu sehen, oh, ich habe sehr viel getan, sondern immer, ich hätte eigentlich mehr tun können. Das ist eigentlich zu wenig. Und der Shaitan kommt genau über solche Wege zum Menschen. Ja, guck mal, ich habe das und jenes getan. Ohne mich würde es die Moschee nicht geben. Ohne mich weiß ich nicht was. Ohne meine Spende. Seid ihr sicher, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Allah hat dir lediglich eine Möglichkeit gegeben, etwas Gutes zu tun. Und wenn du diese Möglichkeit nicht nutzt, wird sie Allah jemandem anderen geben. Es ist einfach nur eine Prüfung von Allah, nicht mehr und nicht weniger. Allah hat dir lediglich eine Möglichkeit gegeben. Und glaub ja nicht,
dass der Islam oder die Moschee oder irgendetwas von dir und deinen Taten abhängig sind. Ich meine, der Islam ist weitergegangen, nachdem die wichtigste Person im Islam überhaupt gestorben ist, nämlich unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet ist gestorben und der Islam hat sich erst richtig verbreitet. Wenn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, derjenige, der den Islam verkündet hat, gestorben ist und der Islam trotzdem sich weiter verbreiten konnte. Und die Muslime es trotzdem geschafft haben, auch ohne den Propheten sallallahu alaihi wasallam weiterhin sich für den Islam einzusetzen und den Islam unter den Menschen zu verbreiten, dann glaubst du, dass du besonders wichtigst wärst für den Islam? Wer bist du? Wer bin ich? Niemand. Niemand. Wir sind wirklich ein kleiner Stein, der ausgetauscht werden kann. Und Allah kann es leicht austauschen. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Und wenn ihr euch abwendet, wird er euch eintauschen mit einem anderen Volk, was nicht so sein wird wie ihr. Subhanallah. So wichtig. Und das, ja, führt zu Bescheidenheit. Das führt dazu, dass ich mich angespornt fühle, noch mehr zu tun. Und dann sagt er, فَإِنَّ الْمُسْتَعْظِمَ لِلْفِعْلِ مُعْجِبُ بِهِ. Weil derjenige, der glaubt, er hätte etwas Großes getan, der fängt an, was zu entwickeln? Ujb. Was ist Ujb? Was ist Ujb? Selbstverliebt bin. Also, nee, ja, ich glaube, es gibt ein anderes Wort. Ujb, kann man? Selbstgefälligkeit, genau. Selbstgefälligkeit. Ja, ich fängt an, selbstgefällig zu werden. Dann. Ah, genau. Und dann fügt er etwas, ein interessantes Zitat hinzu. Er sagt nicht, wer das gesagt hat. Er sagt einfach nur, es wurde gesagt. La yatimmu al-ma'rufu illa bi thalath. Sehr schönes Zitat. Die gute Tat kann nur durch drei Dinge vollendet werden. Bi tasghirihi, indem ich sie klein, also als etwas Kleines ansehe. Wa ta'jilihi, indem ich sie, diese gute Tat sofort, so schnell wie möglich umsetze. Und indem ich sie bedeckt halte. Nochmal. Bitasridihi, indem ich sie erstmal als etwas Kleines ansehe, nicht als etwas Großes. Bitajirihi, indem ich sie so schnell wie möglich verrichte und nicht aufschiebe. Wasatrihi, indem ich sie was? Bedeckt halte. Sehr wichtig, subhanallah, ein sehr schönes Zitat. Dann Nummer 5. Der fünfte sozusagen, das fünfte Etikett. أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه يا سلام. Dass er das Vermögen, was er spendet, auswählt. Nicht irgendetwas, sondern es ist das, was am meisten halal ist, das, was am besten ist und das, was er am meisten liebt. Oh. Das, was am meisten halal ist, das, was am besten ist und das, was er am meisten liebt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das akzeptiert, was halal und tayyib ist. Was halal, tayyib ist, so wie es Allah Ta'ala auch im Koran Surah Al-Baqarah sagt. Ja? Dass halal, tayyib sein muss. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ. Und sucht nicht das Schmutzige aus, das was haram ist, was nicht gut ist. Sondern immer das Beste. Was sagt Allah Ta'ala im Koran? لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet nicht eher die Frömmigkeit erreichen, bis ihr nicht von dem spendet, was ihr am meisten liebt. Subhanallah. Und es wird überliefert von Ibn Umar radiallahu anhuma, dass wenn er etwas besonders geliebt hat, إِذَا اشْتَدَّ حُبُّهُ لِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ قَرَّبَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Wenn er etwas besonders geliebt hat, hat er es gespendet auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und es wird auch von ihm überliefert, dass er einmal auf der Reise gewesen war und dann hat er Appetit gehabt auf Fisch. Und dann haben sie extra sozusagen Fisch für ihn besorgt, für Abdullah ibn Umar, das zubereitet, seine Frau hat es für ihn zubereitet. Und nachdem sie es zubereitet hat, kam ein Bedürftiger und er gab ihm genau das, was seine Frau extra für ihn zubereitet. Er meinte, sie, was ist los mit dir? Ich hätte ihm noch was anderes geben können. Warum gerade das, was ich für dich zubereitet habe? Er meinte, genau das ist der Grund, weil ich nur das geben möchte, was ich am meisten liebe, subhanallah. Nur das geben möchte, was ich am meisten liebe. Ihr müsst mir sagen, wann links ist.
In einer Minute, inshallah ta'ala. Wir machen dann nach dem Adhan noch, inshallah ta'ala, 5 Minuten weiter, bi'iznillahi azza wa jal. Ja? Und das ist das, worauf es ankommt. Ich versuche, Ihsan zu haben. Perfektion in meiner Spende. Nicht einfach irgendetwas spenden, sondern in bester Weise. Unsere Mutter Aisha radiallahu anha, wenn sie gespendet hat, was hat sie getan? Sie hat, bevor sie gespendet hat, hat sie das Geld oder das Gold oder wie auch immer, was sie gespendet hat, hat sie parfümiert. Als sie gefragt wurde, warum parfümierst du es, sagte sie, das Geld fällt in die Hand Allahs, bevor es in die Hand des Bedürftigen fällt. Das Geld fällt in die Hand Allahs, bevor es in die Hand des Bedürftigen fällt. Ja, Salam. Schaut mal, wie schöne Adab das sind. Dann, ebenfalls, eine der sehr wichtigen Adab, die er erwähnt, ist die Nummer 6. Und zwar, أَنْ يَطْلُبَ لِصَدَقَتِهِ مَنْ تَزْكُو بِهِ وَهُمْ خُصُوصٌ مِنْ عُمُومِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ Was heißt das? Dass er für seine Sadaqa diejenigen auswählt, für seine Spende diejenigen auswählt, bei denen die Sadaqa auch wächst. Und das sind diejenigen, welche dann nochmal sozusagen speziell sind von den 8 Personengruppen, die die Zakat empfangen dürfen. Was heißt das? Der Koran hat in Surah Al-Tawbah 8 Personengruppen genannt, denen es erlaubt ist, die Zakat zu zahlen. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat in Surah At-Tawbah 8 Personengruppen festgelegt, für die es erlaubt ist, die Zakat in Empfang zu nehmen. Also ich kann an 8 Personengruppen die Zakat zahlen. Welche sind das? Allah sagt folgendes. Die Ayah Nummer 60, der Surah Nummer 9. Innama as-sadaqatu lil-fuqara. Die Almosen sind nur für die Armen. Wal-masakin, die Bedürftigen. Wal-amilina alayha, diejenigen, die damit beschäftigt sind. Also diejenigen, die die Zakat verteilen sollen, wenn sie zum Beispiel als Beamte in einer Behörde arbeiten, die dafür verantwortlich ist. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen. Beispielsweise jemand will den Islam annehmen und dass man ihn einlädt, ihm vielleicht etwas gibt, dass er dann sozusagen motivierter ist, sich mit dem Islam zu beschäftigen. Oder jemand schadet dem Muslim, dass ich ihn davon abwende, dass er dem Muslim schadet. وَفِي الرِّقَابِ Nummer 5. Den Loskauf von Sklaven. والغارمين, die Verschuldeten. وفي سبيل الله, auf Allahs Weg, damit sind diejenigen gemeint, die kämpfen. Ja? Damals gab es noch keine richtige Armee, wie wir sie heute kennen. Ja, da konnte man dieser Kerl für sie zahlen. Ja? Keine Berufsarmee gab es damals. وَبِنِ السَّبِيل, und für den Sohn des Weges. فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ, als Verpflichtung von Allah. Wallahu alim und hakim. Allah ist allwissend und allweise. Allah ist allwissend und allweise. Und er sagt jetzt, unter diesen 8 sollte ich nochmal diejenigen aussuchen, welche bestimmte Eigenschaften vorzeigen. Und er nennt jetzt diese Eigenschaften. Machen wir ganz schnell, inshallah. Nummer 1, At-Taqwa. Diejenigen, die gottesfürchtig sind. Das heißt, ich als Muslim habe natürlich eine bestimmte Kapazität, um Geld zu spenden. Wenn ich jemanden sehe, der gottesfürchtig ist, oder der vernünftig ist, der unverschuldet vielleicht arm geworden ist, dann sollte ich ihn vorziehen gegenüber jemandem, der vielleicht dann mit diesem Geld Alkohol kaufen geht. Ja? Dass man einfach dann auch schaut, okay, verdient er das im Sinne von, oder was macht er mit diesem Geld? Wird er davon wirklich profitieren oder wird das verdrosseln für Alkohol oder Zigaretten? Dann Nummer 2, Al-Ilm, für Wissen. Was heißt das? فَإِنَّ فِي إِعْطَاءِ الْعَالِمِ إِعَانَةٌ عَلَى الْعِلْمِ وَنَشْرِ الدِّينِ Weil indem ich einem Gelehrten oder einem Schüler des Wissens Geld gebe, helfe ich ihm, ja, dann auch nach Wissen zu streben und die Religion zu verbreiten. وَذَلِكَ تَقْوِيَةٌ لِلشَّرِيَةِ Und das stärkt die Scharia. Das stärkt was? Den Islam. Ganz wichtig. Wenn ich beispielsweise Spendenaufruf habe für eine Koranschule oder für eine Schule, wo die Kinder lernen können. Oder beispielsweise, es gibt manche auch, die sagen, ich möchte ins Ausland gehen, um zu studieren. Und wir brauchen ein Stipendium für diese Person. Und wir hatten das auch schon gehabt, ja, auch wir bei uns. Dass ich sage, ich übernehme, wenn ich, Alhamdulillah, mir geht es gut finanziell, ich übernehme monatlich 200 Euro als Beispiel. Ich habe einen Bruder, der das gemacht hat, mashallah. Und schaut mal, wie viel Hasanat er bekommt. Weil derjenige, der dann ausgebildet ist und dann den Menschen was beibringt, all das geht dann auf dein Konto. Weil alle Menschen, die dann durch ihn etwas lernen, ja, haben auch automatisch indirekt durch dich etwas gelernt, weil du ihn nämlich dabei unterstützt hast, dann nach Wissen zu streben.
Ja, also eine sehr gute Möglichkeit, um eine Spende zu geben. أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. Dass diese Person, der ich das Geld gebe, jemand ist, der weiß, dass Allah der einzige Versorger ist. Und der sich im Grunde genommen, ja, der im Grunde ein tiefes Vertrauen in Allah hat. Und dementsprechend nicht jemand ist, der seine Hand extra ausstreckt. Dann, was das nochmal bestätigt, أن يكون صائنا لفقره ساترا لحاجته كاتما للشكوى. Dass er jemand ist, der nicht sich immer die ganze Zeit beschwert, nicht aufdringlich ist, sondern versucht, seine Bedürftigkeit geheim zu halten. Und Allah Ta'ala, er spricht darüber im Koran, indem er sagt, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Ein Unwissender, der ihn nicht kennt, denkt, ah, der ist reich, obwohl er eigentlich gar nicht reich ist. Nur er streckt seine Hand nicht aus. So jemand ist vorzuziehen gegenüber jemandem, der seine Hand ausstreckt. Dann Nummer 5, أن يكون ذا عائلة أو محبوسا لمرض أو دين. Dass es jemand ist, der eine Familie hat, die er versorgen muss. Oder jemand ist, der krank ist, nicht arbeiten gehen kann. Oder auch überschuldet ist. Ja? Und Nummer 6, أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام. Dass es jemand ist, der zu deiner Verwandtschaft gehört. Das heißt, jemand aus deiner Verwandtschaft hat mehr Anrecht auf deine Spende als jemand Fremdes. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das sind die sogenannten Adab, die Verhaltensregeln für jemanden, der dieser Zakat entrichten möchte. Nächste Woche, inshallah, haben wir heute noch nicht geschafft, werden wir dann über die Adab sprechen von jemandem, der dieser Zakat in Empfang nimmt. Und auch allgemein, das kommt dann auch noch, die Vorzüge einer freiwilligen Spende. Das kommt dann, inshallah, in der nächsten Einheit, bi'izzallahi azza wa jal. Subhanallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر